Moin und herzlich willkommen bei Let's Bets Lego Batman, das Videospiel, Folge 4. Eine neue Aufnahmesession. Wir haben glücklicherweise in der Zwischenzeit viele andere Lego-Spiele gespielt. Das heißt, wir wissen noch, wie das Ganze ungefähr funktioniert. Wir haben mittlerweile zuerst Clayface, dann Mr. Freeze und zuletzt Two-Face besiegt. Und jetzt geht es, so, wie steigen wir hier rein? Genau. Jetzt geht es Poison Ivy an den Kragen. Ein giftiges Treffen. Story. Jawohl. Pamela Lillian Isley, auch bekannt als Poison Ivy, liebt Pflanzen und benutzt pflanzenbasierte Gifte, um ihre kriminellen Aktivitäten auszuführen. Dank ihrer athletischen Figur kann sie besonders... Athletische Figur, das ist großartig, wenn alle so einen Block-Lego-Körper haben. Aber sie hat ja eine Taille rein, in diese Blattform. Das stimmt, ist so ein bisschen da drauf. Also, dank ihrer athletischen Figur kann sie besonders hoch springen. Aha. Mit ihren mutierten Pflanzensamen kann sie neue Handlanger erschaffen. Da haben wir das wieder, was wir gesagt haben. Es gibt athletische Figuren. Genau. Robin ist ein Vollpfosten. First try. Warum atmet ihr so schwer? Weißt? Die botanischen Gärten, selbstverständlich. Wo auch sonst? Sehr gerade geschnitten, ey. Oh, ich mag Robin. Ach, guck mal, hier kann man dann wahrscheinlich Pflanzen gießen. Stimmt. Das sind hier so Pflanzen-Monster-Typen. Das die Handlanger, die aus Pflanzen erschaffen wurden. Womit schießen die denn? Ach, wir müssen ja wieder hier nur Stats einsammeln. Stimmt. Hier müssen wir keine Steine einsammeln. Das Ding ist, wir spielen, wie eben schon erwähnt, Lego City Undercover. Und da muss man auch diese Blocksteine, die hier runterfallen, nämlich auch einsammeln, weil man damit dann neue Gebäude bauen kann innerhalb der Stadt. Schaltet man so Superbauten frei. Tatsächlich, man sieht dann hier auch so, wenn hier so auf dem Boden, so ein bisschen was rumhüpft. Da können dann wahrscheinlich Pflanzen draus wachsen, denn wie wir das bei Lego City dann sehen, da kann man dann... Das sind die Guten hier, die so Mützen tragen. Die haben Angst, das sind Zivilisten. Wenn da sowas hüpft, entweder man baut es hier halt einfach zusammen, oder es sind wahrscheinlich so Samen, die man gießen kann. Und bei Lego City wäre das dann irgendwie Blume gegossen, Teil 1 von 7241. Dieses Spiel hat echt Sammelobjekte ohne Ende. So, was haben wir hier? Da muss man auch irgendwie was... Da muss man wahrscheinlich die Fontäne anmachen. Hier da ist Säure. Giftmüll. Das ist hier alles so grün in grün. Das fällt nicht unbedingt auf, wenn da so Giftmüll auf dem Boden liegt. Das ist etwas ungünstig. So, hier kann man was bauen. Noch ein Rasenmäher? Nee. Rassprenger. Kann ich den benutzen? Was kann ich hier bauen? Ja, jetzt kann ich den gleich benutzen. Ja. Ich habe da eben auch noch so ein anderes Fahrzeug gebaut. Das haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Jetzt kann ich nämlich auch die ganzen Dinger hier kaputt. Kann ich nämlich nicht kaputt hauen, aber dafür kann ich sie jetzt kaputt fahren. Na ja, guck, ich auch. Brumm. Ja, nachdem wir ja schon das letzte Mal das Batmobil fahren durften. Also damit geht das viel schneller mit den Stats. Wir müssen die aber noch einsammeln. Wir sind noch kein wahrer Superheld. Das stimmt. Hier vorne ist irgendwas aus Silber. Das kann man dann sprengen. So ein Brunnen. Du meinst den ich gerade einfach kaputt gefahren habe? Ja, ich dachte, das ist ein Bat-Signal. So und man. Da man kriegst muss du. Sprengen, da oben ist ein Minikit. Ah, noch mehr Ganoven. Aber das sind nicht alle solche Pflanzen, Leute. Da waren jetzt auch so ganz normale 0815 Schläger bei. Sag mal, ich versuche hier ein Bat-Signal zu bauen. Können Sie es nur wagen? Hier kriegen wir den Captain Cold-Anzug. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Das ist der Ultraschallanzug. Mit dem Schallanzug kann ich gläserne Lego-Steine zerschmettern. Nähere dich den Steinen und drücke B. Oder alternativ
B. Ich glaube, das ist für, wenn du das Ding mit Maus quasi spielst. Nee, da hinten kannst du es kaputt screenen. Ja, ja. Ich wollte nur gucken, ob man auch normale Sachen damit kaputt machen kann. Nein, da stand ja gläserne Lego-Steine. Ja, aber das sind Lampen, die haben ja wohl oben Glas dran, oder? Oder ist das alles so Acrylglas? Ja. Ach so. Die könntest du ja mit einem Bulldozer kaputt machen, dann würde das ja nicht gelten, weil dann bräuchten wir den Anzug ja nicht. Ach so, weil Bulldozer nicht gegen Glas funktioniert. Nee, wenn ich jetzt mit diesem Bulldozer tatsächlich gegen diese Glasdinger gegenfahre, dann funktioniert das nicht. Das ist aber eine in sich nicht sehr kohärente Spiellogik, finde ich. Also wir spielen Lego. Ein bisschen unrealistisch. Ja, ach was. Da hinten, den kannst du da auch kaputt crashen. Nee, ich glaube, den müsste man sprengen, oder? Ist das Glas? Nee, das ist Glas. Guck mal, ich habe das Fenster eingeschlagen. Muss ein Stück weiter weg, glaube ich. Nee. Witzig. Aber hier, da oben ist ein Minikit. Ich weiß nur noch nicht, wie wir da rankommen. Können wir hier die Ranken hochspringen? Vermutlich nicht. Vermutlich müssen wir da erst Pflanzenwachstumszeug drauf. Ja, wahrscheinlich schon. Ich komme hier aus meinem Fahrzeug nicht wieder raus. Du musst einfach A drücken. Ach so. Dann springst du da raus. Gut. Bei Lego City muss ich Y drücken, um ein Fahrzeug zu fahren oder es wieder zu verlassen. Kaboom! Kannst du mit dem Ding nicht auch schon Teile vorne weiter im Level machen? Noch mal schauen, aber ich habe da so jetzt nichts gesehen. Wie alle hier rumlaufen. Ja, hier ist eine Fontäne. Sachen wachsen lassen. Nee. Kriegen gleich alle Ohren bluten. Nee, alles klar. Ach, scheiße. Wollte ich gar nicht. Du musst ihn jetzt nochmal wiederholen. Gerade ein bisschen still. Eigentlich müssten wir irgendwie was sagen. Ja, ach, wir lassen die Atmosphäre auf uns wirken. Genau. Also wir sehen hier auf jeden Fall Pflanzenwachstumszeug durchlaufen. Ich glaube, die musst du kaputt crashen, damit der Dünger dann... Ah, siehst du? Wir kennen das doch aus Arkham Asylum. Da fließt Titan ins Grundwasser, womit dann Poison Ivy's Pflanzen hier wachsen. Ja, nein, ich glaube nicht. Machen die das nicht so? Doch, aber ich glaube nicht, dass es hier nicht hier ist. Warum nicht? Weil ein Swamp Thing kommen würde. Der Wächter des Grüns und so. Ja, wobei ich glaube, der wäre ja... Also... Ich weiß gar nicht. Nee, Swamp Thing und Poison Ivy verstehen sich immer prächtig. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, die sind... es gibt diverse Momente, wo zum Beispiel hier in der Legion of Doom oder so, da hängen die oft zusammen rum. Ja. Das sehen wir bei Lego Batman 3, sehen wir das. Da gibt es nämlich dann ein Gegnerpaar. Da werden nämlich die ganzen Gegner alle so in Paare aufgeteilt. Und da kämpfen Poison Ivy und Swamp Thing zusammen. Bist du dir sicher? Ja, wo du dann nämlich durch die Hall of Justice kommst du dann nämlich hier in den Sumpf und dann zur... Ja, ich weiß, dass Swamp Thing da rumchillt, aber der ist, glaube ich, nicht in der Legion of Doom. Außerdem gibt es diverse... Ah, ich habe noch eine Geisel befreit. Ja, der, also an sich ist er da nicht, aber... also Comic-mäßig, aber der ist, taucht öfter mal wieder auf. Und da hinten ist so ein Hebel. Ah, da kommen wir nicht durch. Was ist das denn? Das ist eine Wärmelampe. Brauchen wir da den Thermoanzug? Man weiß es nicht. Guck mal, aber dieses Glas kann ich auch wieder nicht kaputt machen. Das ist zu dreckig. Der Dreck hält es zusammen. Naja, jedenfalls ist es auch öfter so, dass das Swamp Thing... Du kriegst hier gleich den Anzug, womit du diese ganzen Sachen hier einsammeln kannst. Ja, du musst hier die erst kaputt machen, diese Rang. Ja, warte. Den habe ich kaputt. Den habe ich noch nicht kaputt. Und einer läuft hier noch rechts hier. Da. Ja, ansonsten... Poison Ivy, die große Verführerin, stelle ich mir relativ schwierig in einem Lego-Kontext vor. Einfach, wie wir es gerade schon gesagt haben, ist ja doch alles sehr kantig. Ja, aber das ist ja nun kein Hindernis. Ist das hier so Body-Shaming, was ich mache? Ja, echt mal. Kastenform ist auch eine tolle Form. Insbesondere für Brote. Den Chemieanzug. Yay! Mit dem Attracto-Anzug kann Robin lose rote, grüne und gelbe Lego-Steine aufsaugen.
lege sie in der Attractor-irgendwas-Maschine ab. Ja, aber wie sammle ich die nochmal ein? Nicht auf B. Jetzt. Kann ich hier in der Zwischenzeit noch irgendwas machen? Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann laufen wir durch die Gegend und sammeln rum. Wo musst du die denn gleich abliefern? Das müssen wir gleich noch bauen. Ach ne, nee, bei dem Giftmüll, wo ich eben durchgelatscht bin, da ist so eine Maschine drin. Ach so. Warte, nicht hier. Können wir hier gleich der ist raus? Doch, müssen wir gleich schauen, ob wir da noch wieder raus können. Ja. Ja, muss eigentlich, weil sonst wäre das relativ schlechtes Spieldesign, denn ich musste mir ja den Anzug quasi nochmal holen, weil ich mich ja vertan habe. Hätten wir nicht zurückgehen können, dann könnte ich ja auch mit dem ganz normalen Anzug irgendwie da in das Gewächshaus reinmarschieren. Ich habe nur 24, das ist aber immer eine rundeste Zahl. Also hier irgendwelche. Ja, da hinten 25 brauchst du. Deswegen. Also hier fehlen noch. Hast du vielleicht einfach einen da drin übersehen? Das ist durchaus möglich. Also was ich sagen wollte, dann wäre ich ja mit dem ganz normalen Bettanzug da reinspaziert und wir hätten ja niemals diese Glaskartuschen da kaputt hauen können. Also muss das Spiel ja so funktionieren, dass man wieder zurücklaufen kann an dieser Stelle. Verwirr mich nicht mit so viel Logik. Denn tatsächlich, hier liegt noch was. Ja, ich weiß. Ich habe gerade auf dein Icon geguckt. Ich habe gerade mich gewundert, warum der nicht aufsaugt. Und ich, obwohl du vor dem Haufen standst, nicht ich. Und tatsächlich, was wir so bei Lego City Undercover gerade sehen, Spieldesign oder Leveldesign, können die echt von Traveler's Tales oder TT Games, wie sie dann einfach heißen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier gleich noch einen zweiten. Das kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen. Da hätten ja, nämlich noch mal, einer mit noch 25. Einer. Hey, hör mal auf wegzulaufen, sonst kriege ich meine Steine hier nicht. Also die Level, also klar, hier ist es jetzt noch, das ist ja eines der ersten Spiele, was sie gemacht haben und wenn nicht sogar das erste, ich bin mir gar nicht sicher. Das weiß ich auch nicht so genau, aber ich habe eine Moorhübe gebaut. Das ist hier natürlich noch irgendwie sehr, sehr schlauchartig, aber wenn wir dann so die späteren Spiele angucken, die sind schon irgendwie cool gestaltet, das muss man denen lassen. Vor allem... Das gefällt mir sehr, oh, sehr gut. Oh ja, Blumen kaputt machen, hahaha, war nicht gestern Muttertag? Stimmt. Gab's diesen schönen Comic von Texts from Superheroes, wo Batman Superman fragt, ob er vielleicht mit zu ihm zum Muttertags Brunch kommen darf. Und ob es okay wäre, wenn er 20 Jahre Muttertagskarten mit Alles Gute Martha mitbringt. Weil Batman und Superman die gleichen, also die Mutter von denen hat den gleichen Vornamen. Genau. Wer das noch nicht wusste an dieser Stelle. Wer noch nicht Batman vs. Superman mit dieser hanebüchenen Auflösung des titelgebenden Kampfes gesehen hat. Martha. Oh Gott, das ist so furchtbar gewesen. Schlecht. Du hast eine Bombe gebaut. Ups. Lauf da aber noch nicht rein. Lass uns nochmal eben. Ja, ich weiß. Ich muss da theoretisch auch nochmal 25 reindrücken. Glaube ich. Nö, nee, wieso? Oder auch nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil der immer nochmal 25 anzeigt. Wenn ich jetzt nochmal 25 Steine finden sollte. Ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt, das ist glaube ich auch zwischen den Spielsitzungen passiert, wir haben jetzt tatsächlich endlich mal aufgeholt und haben Suicide Squad geguckt. Oh ja. Und tatsächlich, anfangs war ich noch... Ich kann nicht, ich habe keinen Genieanzug. Ach, guck mal. Das ist nicht derselbe, okay. Ha. Huh. Kannst du da hinten durch? Nee. Ja. Interessant. Muss ich das Ding vielleicht kaputt schießen, damit es nicht mehr. Nee, ich komm da hinten nicht durch. Da reinwirft? Ja, ich hätte auch gedacht, ich komme da hinten durch, aber es funktioniert nicht. Nee, kommen wir nicht. Suicide Squad, ein ganz, ganz großes Näh von meiner Seite aus. Also, er ist nicht schlecht, aber er ist auch definitiv nicht gut. Nee, funktioniert nicht, komme ich nicht durch. Also, einige Stellen waren einfach zu offensichtlich für meinen Geschmack. Ich weiß, dass ich von Leuten gehört habe, die den gesehen haben, die halt sofort gesagt haben, ja, es
ist ziemlich offensichtlich, wer stirbt, weil irgendwie man kennt alle dieser Figuren, bis auf eine, die dann halt irgendwie auftaucht, wo man weiß, ja, okay, das ist quasi der neue Charakter, den kein Schwein kennt. Das heißt, den wird auch niemand vermissen. Da gehen die auf Nummer sicher, wenn der stirbt. Da dachte ich dann, als das ganze Suicide Squad so vorgestellt wurde, ja, okay, aber die kenne ich jetzt alle irgendwie. Die sind jetzt nicht neu für mich. Vielleicht ist es doch überraschend, dass das halt vielleicht, dass den El Diablo oder sowas, dass der vielleicht etwas obskurer ist und den nicht jeder so kennt. Aber als es dann irgendwie an den Einsatz direkt geht und plötzlich völlig aus dem Nichts noch eine weitere Figur etabliert wird, die tatsächlich völlig irrelevant ist, da war mir dann klar, ja, okay, der stirbt doch jetzt in 5 Minuten, oder? Und tatsächlich 5 Minuten später starb er. Also, ja, das sind so Sachen. Aber wir haben ja auch die Zeichentrickversion quasi davon auf DVD, nämlich A Sword and Arkham. Oh, die sind so glühend heiß, die können wir nicht anfassen. Nicht? Nee. Guck, da tust du dir immer weh bei. Ach so. Krieg ich jetzt einen neuen Anzug? Ah, guck mal. Ein Hitzeanzug. Ein Thermoanzug. Hitzeschutzanzug. Damit kannst du diese Dinge tatsächlich anfassen. Aha. Und dann kannst du da hoch, aber ich nicht. Genau. Wir können natürlich gucken, ob wir. Lass die zweite Mo rüber. Nee, geh mal erst nach unten. Oben sind nämlich noch Stats. Ja, das ist so einer der Punkte. Dann gibt es in dem Film einfach sehr, sehr viele Logikfehler. Das muss man auch einfach mal sagen. Da kommst du unten nicht rein. Da musst du über den Wassertank unten durch. Ah, scheiße. So, das kommt halt noch irgendwie erschwerend hinzu. Was sie ganz gut hinbekommen haben, finde ich, also sie haben Deadshot ganz cool gemacht. Huch. Ja, du bist ja echt das Schlumpf. Ja, wir haben es schon nal etabliert. Tiefenwahrnehmung in den Lego-Spielen ist immer so eine Sache. Das können sie auch Also Deadshot war ganz cool. Ich fand El Diablo war mit Abstand der beste Charakter im ganzen Film. Nein, ich finde Enchantress auch ziemlich gut. Ja, Enchantress war auch ganz gut, aber naja, El Diablo hatte halt einfach mehr Screentime und sie haben mehr Zeit darauf aufwenden können, irgendwie seinen Charakter etwas zu etablieren. Dafür haben die Captain Boomerang. Oh, guck mal, wir waren eben beinahe Superheld, weißt du, und jetzt nicht mehr. Captain Boomerang war sehr unterrepräsentiert. Also er hat sehr viel Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Ich habe noch nicht so ganz raus, wie man jetzt auf diesen Blättern hier höher springt. So. Ich glaube, ich komme da einfach nicht höher. Da ist so oben bestimmt so ein Minikit, aber das kriege ich nicht hin. Ah, mit A gedrückt halt, können wir auch hier höher springen. Captain Boomerang war halt irgendwie sehr, sehr unterhaltsam. Okay, und das kam war's. Für meinen Geschmack dann einfach entschieden zu wenig vor. Und generell hatte man sehr stark das Gefühl, dass es halt eigentlich weniger Suicide Squad der Film ist, als vielmehr Deadshot und Harley Quinn der Film. Also man hat den anderen Figuren viel zu wenig Screentime gegeben. Also gerade Killer Croc zum Beispiel. Ja toll, jetzt bin ich gestorben, weil du mich hier rüber. Ja, was kann ich denn dafür? Dann mach das doch nicht jetzt hier. So, guck mal, ich bin schon da. Und wo bist du? Ja, du stirbst. Ich werde hier die ganze Zeit da gespawnt, wo ich einfach sofort runterfalle. Da musst du gleich nach rechts ziehen. So, zack. So. Geschafft. So, da kannst nur du rüber. Da komme ich nicht hin. Jetzt schon. Ja, also, Killer Croc, der hatte irgendwie nur so 5 Zeilen. Und die waren auch sehr, sehr nichtssagend. Ja. So, ich bin wunderschön. Hahaha, ha, ha, super Witz. Oder ich bin dann, ein Krokodil. Dann die Szene, wo sie dann unten in die Kanäle hinabsteigen. Und dann gesagt wird, nein, Killer Croc, also ich komm dann mit. Und man sich denkt, ja okay, das ist jetzt natürlich auch eine Szene, wo Killer Croc irgendwie glänzen kann. Und dann wird trotzdem alles von diesen Navy Seals da unten gemacht. Und Killer Croc ist völlig unnötig. Also er hat ja nicht mal die Bombe irgendwie da platziert. Seine Aufgabe im Kampf. Ja, weil dann wäre er ja gestorben, weil der Bombenleger geht ja drauf. Das wäre halt nur konsequent für Suicide Squad gewesen, ne? Tja. Aber nein, das macht dann doch irgendwie ein Navy Seal und seine einzige Aufgabe ist es zum Schluss, dann einfach nur stark zu sein und etwas weit zu werfen. Das ist die komplette Berechtigung für Killer Croc im ganzen Film. Obwohl halt einfach irgendwie die Möglichkeiten da gewesen wären, ihm ein bisschen mehr Screentime zu geben. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die mich einfach an diesem Film stören. Die Action-Sequenzen sind natürlich nach wie vor großartig. Und auch der Soundtrack ist der Hammer. Aber dann einfach so,
Ja, meiner Meinung nach hatten sie wenig Liebe fürs Detail. Es sind halt immer noch keine Comicleser, die diese Filme schreiben. Ja, das weiß ich nicht, aber sie sind halt nicht für reine Comicleser geschrieben, sondern für breites Publikum. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass halt, wenn sie halt wirklich Suicide Squad richtig durchgezogen hätten, ich glaube, dann hätten viele Leute den Film doof gefunden, wenn halt einfach die Hälfte der Protagonisten stirbt. Tja, aber wir müssen sagen, wir sind auch einfach verwöhnt, ne? Wenn wir angucken, dass wir die Animated Movies uns auf DVD die ganze Zeit reinziehen, die dann halt eben tatsächlich sehr viel Liebe zum Detail haben und, du kannst du deinen Anzug nicht durchwechseln? Nee. Wie denn? Weiß nicht, aber da ist alles mit Glasbehältern. Ja, aber das geht hier nicht. Das ist ja ätzend. Ist auch alles so aus Silber, aber du kannst ja hier die ganzen Sachen einsammeln. Vielleicht, ja, das kann ich. Vielleicht bauen wir dann hier gleich den Glasanzug oder so. Das bezweifle ich zwar, aber... Auch mal schauen. Ja, also wie gesagt, der Film hat seine Stärken, hat aber... Aber er ist zum Glück... Massive... Hallöchen da vorne. Wie wir einfach beide gleichzeitig versuchen. Wir lassen dich einfach mal da, ne? Aber er ist zum Glück kein Batman vs. Superman. Das stimmt, also... Ganz so mies ist er dann doch nicht. Er hat keinen Martha-Moment. Zum Glück. Oh Gott, das war furchtbar. Ich meine, das war der schlechteste Joker, den ich jemals gesehen habe in dem Film. Und das sagt einiges, denn der Film hat keinen Joker. Oder meinst du jetzt Suicide Squad? Nee. Du meinst Batman vs. Superman? Yep. Ja. Ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, dass Lex Luthor da halt einfach irgendwie nur wirkt wie jemand, der versucht... Hä? Hoppla, ach so, wir sind wieder rausgegangen. Ja, was heißt hier wir? Du. Nee. Stand hier und wollte diese Dinger kaputt hauen. Ja. Dass er einfach ihr... Du sollst nicht mich kicken! ...offenbar versucht, Heath Ledger zu sein. Und, nicht ganz rausgekriegt hat, was die Aufgabe von Lex Luthor ist. Ja. Manchmal frage ich mich, ob die Leute überhaupt so ihre Rollenbeschreibung mal lesen, bevor sie den Film spielen. Das ist ja lange nicht alles immer der Fehler des, Schauspielers. Wenn man sich zum Beispiel, da habe ich letztens erst noch eine schöne Rezension zu gesehen, Star Wars Episode 1 bis 3. Hayden Christensen als Anakin Skywalker. Machen wir uns nichts vor, es ist wirklich eine schauspielerisch nicht sehr gute Leistung. Insbesondere, wenn man sich halt die Sachen ansieht, die er so sagt. Aber dann muss man einfach bedenken, keine der Figuren in den Episoden 1 bis 3 ist wirklich geil geschauspielert, beziehungsweise hat eine geile Regie erfahren. Denn, kommen wir hier rüber? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir doch hier drüben noch irgendwie was bauen. Vielleicht war das hier nur so eine geheime Tür. Nee, ich habe schon hier 25. Ich kann da nur eine noch reindrücken. Hä? Also hier oben liegt ja zumindest noch was. Okay. Ja, aber das kann ich nicht absaugen. Das sind keine... Ja, nee. Das sind nämlich keine Steine. Also wenn man sich dann mal die Szenen irgendwie anguckt, wo er nichts sagt oder nur sehr, sehr wenig und nur durch reine Mimik irgendwie agieren soll, da ist seine Leistung dann plötzlich ziemlich gut. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass halt einfach der Regisseur die ganze Zeit gesagt hat, nee, mach das mal noch ein bisschen anders, mach das mal so, mach das mal so. Ja, aber es ist ja nicht unbedingt die, aber... Dann hat halt an so einer Stelle auch einfach der Regisseur versagt. Oh, hallo, was ist denn da vorne noch? Wie kommen wir denn da hin? Guck mal an. Geheimtür gefunden. Cool. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier wirklich eine Geheimtür ist oder ob das hier der Weg ist. Nee, man kann hier sonst nirgendwo weiter. Aber hier kann ich auf jeden Fall dem Typen noch auf die Nase hauen. Das stimmt. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Hier kann man nicht weiter. Ach so. Der ist da irgendwie reingeglitscht. Lass dich mich hauen. Ich hab dich nicht gehauen. Doch. Wer denn sonst? Aber wir kommen hier nicht weiter. Nee, irgendwie... Was ist denn das hier? Müssen wir zurück? Haben wir da irgendwo eine Tür übersehen? Ich kann mir auch nicht vorstellen. Also da eben war ein roter Stein so und vielleicht müssen wir da unten weiter runter? Nee. Da sind auf jeden Fall noch so Steine und da gehst du drauf, aber wir sind schon Superheld, ist egal. Ja, das schaltet man wahrscheinlich auch nur frei, wenn man hier dieses Ding aufmacht. Ach so, ja. Nee, also man muss schon hier weiter. Das wäre auch sonst irgendwie komisches Level-Design. Die Frage ist, haben wir hier was übersehen oder da drüben? Achso, ja, jetzt kommt die doch mal wieder.
Öffnet sich hier erst, wenn wir alle umgehauen haben? Das kann natürlich sein, dass es irgendwie ein Bug war, dass dann der eine noch lebte. Kommen aber viele. Sind auch alles wieder Riddlers, Leute, ne? Also. So. Okay. Kommen noch mehr? Seltsam. Das ist ja. Dieses wir sind hochkonzentriert, wie ihr merkt. Ein bisschen absurd. Oder ist das hier auch wie bei Freeze mit seiner Eismaschine, dass wir hier irgendwas erst kaputt machen müssen, damit die nicht nochmal kommen? Weiß ich nicht, also ich sehe zumindest nicht was. Also es kommt mir halt sehr spanisch vor, dass dieses Ding hier immer noch steht. Also ich glaube, da muss schon immer noch wieder was rein. Und hier liegen halt überall Dinge, die mir so aussehen. Hier, wenn du auch mal guckst, da leuchtet es auch überall, wenn du da stehst. Also diese ganzen Dinge hier müssen wir schon eigentlich aufsammeln. Nee, die leuchten erst dann, wenn ich anfange, hier in den Zielmodus zu gehen. Oder? Da, nee, die leuchten nämlich nicht einfach so. Und ich kann die nicht aufsaugen. Hier, zack, da. Ich versuch's, aber das geht nicht. Seltsam. Ich kann die auch nicht kaputt kicken. So, und da ist ein roter Stein, aber dazu müssten wir alle drei Behälter. Genau. Und ich hab den gelben haben wir an, aber den Rest halt das nicht. Schon wieder, Leute. Ha. Ist das Level irgendwie verbuggt? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Lass uns mal hier rüber gehen. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir. Weiß ich nicht. Die folgen uns. Haben wir die halt gleich alle in die Brühe. Ups. Aber dadurch. Mal ganz blöd. Aber dadurch schwimmen? Nee. Nee, das geht nicht. Hätte mich auch überrascht, aber ich dachte mir, ich probier's mal. So, hier ist auch nichts zum kaputthauen. Auch durch unsere Anzüge nichts, was uns da irgendwie was bringen könnte. Nee, lass uns mal zurückgehen. Ja. Es wird eine etwas längere Folge. Ja. Wo wir hart failen werden. Wie es aussieht. Geil, das tun wir immer. Es gibt immer ein gutes und ein schlechtes Level. Ja, also das. Müssen wir da höher? Ja, da bräuchtest du den Magnetanzug. Ach ja. Das ist dann auch wieder nur so ein Mini-Kit. Tiefer? Kannst du noch tiefer sonst? Nee. Nee, ne? Nee, das ist auch also das ist. Das käme mir schon sehr, sehr spanisch vor, wenn wir nicht hier rechts weiter müssten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, wir müssen einfach diese Dinge irgendwie da kaputt machen, weil die auch alle in der richtigen Farbe sind und da irgendwie so prägnant rumstehen und irgendwie sonst keinen Mehrwert haben. Ja, aber wie? Das sind Rosenknospen. Ich meine, wir können die auch nicht gießen oder so. Das ist halt die große Frage. Oder haben wir weiter vorne im Level was übersehen? Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wir haben ja auch die Anzüge, die man hier braucht. Weil sonst käme man hier nicht weiter. So, ich brauchte ja gerade den Anzug, damit wir diesen Raum überhaupt freischalten. Du brauchtest gerade diesen Anzug, damit wir diese Tür hier aufmachen. Seltsam. Ha. Wir gucken jetzt ins Handy in eine Komplettlösung. Genau. Svenja kann einfach mal ein bisschen was erzählen. Während ich ganz, ganz plump einfach gerade mal in die Komplettlösung gucke. Ich weiß nicht, was soll ich denn erzählen? Worüber soll ich was erzählen? Ich kann, was. Ach, weiß ich auch nicht worüber. Es gibt gar nicht so viel Schönes. Es gibt auch gar nicht so viel Tolles, was passiert ist. Also im Comicmarkt jetzt so. Meine Güte, das ist ja eine Menge People hier. Die hauen mich auch die ganze Zeit tot. Ja, es macht nichts. Wir sind schon Superheld. Kann nichts passieren. Wenn du es einmal geschafft hast, ist egal, wie oft du drauf gehst. Ja. Ach, ist ja anstrengend hier. Aber Robin hält die Welt in Atem. Okay, Clayface. Kannst du ja ein anderes YouTube-Video angucken. Ja, anstrengend. Schalalala. Aber immerhin, ihr seht, ihr kriegt was zu sehen, weil ich muss hier halt Goons kaputt hauen.
Ah, okay. Was haben wir übersehen? Das ist tatsächlich ein bisschen plump, weil ich auch nicht wüsste, wie wir darauf hätten kommen sollen. Wenn man auf diese Blumen draufspringt. Hä? Da gab es halt tatsächlich irgendwie keinen Hinweis. Also ich habe gesehen, dass wir die zusammengebaut haben. Genau, und ich habe auch versucht, sie kaputt zu schlagen, ob dann irgendwas passiert. Ja, okay, das ist... Da bin ich gerade drauf gelandet und dann schießt er mich tot. So, jetzt ist er weg. Jetzt kommt auch keine mehr nach. Okay, achso, jetzt können wir dann hier. Genau. So. Versuche ich mal noch hier. Voila. Ja, das ist dann... Also gerade eben haben wir das Level-Design noch gelobt. Das sind dann so Sachen, wo ich sagen muss... Oh, ja, verdammt. Oh Mann, ey. Jetzt werde ich hier oben immer wieder gespawnt. So. Das sind dann irgendwie so Sachen, wo ich sagen würde... Das haben sie nicht durchdacht. Hallo? Das haben sie nicht durchdacht. Aber, wie gesagt, das ist noch eines der ersten Spiele. Wenn wir verzeihen nicht das erste, das kann man denen nachsehen. Ah, und da sind wir auch schon im Endkampf. Es bellt. Auch schön, dass er sofort seine Pestizidspritze irgendwie hat. Ja, das ist die... Poison Ivy sitzt auch sehr, sehr gerne im Mund von fleischfressenden Pflanzen. Ich habe genügend dunkle Seiten im Internet gesehen, um zu wissen, wie das ausgeht. Aha. Meist auch Regel 34. Liebe Kinder, fragt nicht eure Eltern. Fragt einfach nicht. So, kann man hier was machen? Aber muss man die irgendwie... Ich glaube, wir müssen die Goons und dann, wenn die Pflanze sich öffnet, dann müssen wir die immer plottern. Ah, okay. Nicht zu nah an die Pflanzen. Du hast mich getroffen, du Blödkopf. Ich habe noch nicht mal geworfen. Hör auf, immer mich für deine eigene Unfähigkeit verantwortlich. Was? Hier vorne hüpft was. Das müssen wir, glaube ich, bauen. Aha, eine Bombe. Oh, du bist voll reingelaufen. Das ist dann quasi deine eigene Unfähigkeit gewesen jetzt, oder? Ja. Das ist tatsächlich gerade meine Unfähigkeit gewesen. So, was haben wir hier jetzt? Ich finde es schön, dass ihre Goons auch tatsächlich immer irgendwelche Gewehre bekommen. So, hier bauen wir einfach die nächste Bombe. Jetzt versuche ich mal rechtzeitig wegzulaufen. Da wissen wir, da Pflanzen töten. Wie bei Grim Fandango. Dann werden sie ersprossen, das stimmt. Die schlägt mich hier gerade aus dem Level raus. Ach, das ist Poison Ivy da hinten. Zerbombe ich immer noch. Mach eben die letzte Pflanze. Oder auch nicht. Doch jetzt. So, und jetzt kann man sie verletzen. Alles klar. Jetzt versteckt sie sich darin nicht mehr. Ist auch ein bisschen fies, oder dass wir ihr beide voll gerade auf die Nase hauen. Ah, ja, dann kümmere ich mich erstmal um ihn. Oh. Oh, jetzt tut sie mir schon fast leid. Ja, siehst du, Robin tut sie auch leid. Oh. Haha. Was für ein durchtriebenes Stück. It's a trap. Oh nein. Batarang to the face. Was zur? Der Riddler war die ganze Zeit in der Topfpflanze. Wer hätte das gedacht? Oh nein. Herzschmerz für Robin. Und noch ein Rätsel. Wie kam er in die Topfpflanze? Nein, das war dieser Handshake. Das war genau das heilige irgendwas, Batman. Level abgeschlossen. Hussa! So, schauen wir mal, wie wir abgeschnitten haben. Voll mies. Haben wir ein bisschen länger gebraucht. So, Hitzeschutzanzug haben wir freigeschaltet. Für Robin haben wir nur einen freigeschaltet, oder? Ja. Schallanzug. Attracto-Anzug. Das heißt, den letzten Robin-Anzug werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Level irgendwie bekommen. Diddle. 100% der Story. Ja. Yay, us. Ein schon mal spekuliert, was da zusammengebaut wird? Ich glaube ja, Wayne Manor. Ja, kann sein. Ich kann mir auch gut das Arkham Asylum vorstellen. Oder das. Oder die Bank, oder ich weiß es nicht. Ich find's schön, dass da auch so ein Patch hier Welt für Dent ist. Vote Dent. Vote Dent. Alles klar.
Dann bis zum nächsten Mal. Genau, bis zur nächsten Folge. Cheerio. Cheerio.